Und damit ganz herzlich willkommen zu der ersten Folge des Weihnachts Schrägstrich Abonnenten Special, wie ihr es auch immer nennen wollt. Und heute mein Gast ist Manuel aka Batmanu 99, der erstmal mit Erde um sich schmeißt. Und ich habe schon wieder diese scheiß Lags oder diese scheiß Pixelfehler. Oh nee, du, hier, guck mal. Geil. Und erstmal ein paar kleine Infos hier zu diesem Projekt, falls ihr das Infovideo noch nicht gesehen habt. Und zwar sind wir hier auf einem Server drauf. Ja gut, anders kann ich es jetzt nicht erzählen. Und wir möchten hier zusammen mit euch natürlich eine Stadt errichten, die sich hier so um diesen wunderschönen See sich dann auftürmen soll, und da kann dann jeder so in, ich sag mal, ein, zwei Folgen, oder? Ist das in Ordnung? Ja, ja. Aber wie lange geht eine Folge ungefähr? Also eine Folge soll etwa so 20 Minuten gehen, so im Schnitt. Ja, ist okay. Also ich sag mal insgesamt eine Dreiviertelstunde. Werden dann hier die Abonnenten ein kleines Häuschen errichten, wo sie auch immer wollen. Ach, diese scheiß Bugs hier, die kennen mich mal am Arsch. Und ich werde dann auch erstmal anfangen. Ab und zu werde ich dann mal gucken, was das Haus macht. Manchmal werde ich auch in meinem Haus weiterbauen. Und Manuel hat hier auch schon ein bisschen Holz gehackt. Guck mal, wie produktiv ich bin im Gegensatz zu dir. Ja, aber echt, ey, kacke. Ja, und ich habe hier auch schon ein paar Sachen gefarmt, da wir gerade eben schon eine Aufnahme hatten, aber dann alles verkackt haben. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja, oh, ich glaube, da lagen gerade ein paar Sachen drin. Echt? Ja, Dirt. Cool. So, ich werde jetzt hier erstmal runterfliegen. Und, Alter, das war doch gerade eben noch nicht so mit diesen scheiß Dings da. Hier sind ein paar Löcher, ne? So wie ein Creeper und so. Echt? Ja, dann ja, das muss ich mal, wenn das jetzt so weitergeht, muss ich nochmal kurz was ändern. Ah, scheiße. Und ich gehe dann kurz auch nochmal farmen. Ey, hier die Wege zwischen den Häusern, das ist, wird mit Kies gemacht, oder? Also denke ich mal, ja. Ja, okay, dann können wir auch so ein paar schon mal so generell so Wege vielleicht machen. Damit wir schon so andere ihr Haus so da dran bauen können und sowas. Das ist, glaube ich, am besten. Ja, sonst baut jeder irgendwo sein Haus hin und dann kann man gar nicht mehr sie verbinden oder sowas, weil die wollen ja eine richtige Stadt bauen. Ja, ich kann ja zum Beispiel sagen, oder ich kann jetzt auch zu dir zum Beispiel sagen, ja, such den Platz aus, da wo du am liebsten bauen würdest, und dann komme ich und guck mir das an oder so. Ob das in Ordnung ist. Können wir ich glaube, dieser hier sieht, da können wir, ja, lass doch hier so eine, guck mal hier, wo ich bin. Warte, ja, ich komme. Guck mal, ich würde, glaube ich, hier mein Haus hinbauen. Dann hier, glaube ich, so eine. Können wir hier nämlich dieses Eis wegmachen, dann hier so eine Brücke hinbauen. Und dann ich würde das Eis drauf lassen. Ja, oder halt, oder generell eine Brücke halt einbauen. Ja? Das wird doch noch wieder zu Eis, oder? Ja, wird's. Alles klar. Ich bin dann. Okay. Ich bin dann erstmal kurz Holz hacken, also am Anfang wird es jetzt zumindest hier bei mir ein wenig Survival sein mit dem ganzen Holzhacken und alles. Und Manu hat natürlich auch einen YouTube-Kanal. Und wenn du willst, kannst du dich auch nochmal vorstellen hier, auch vielleicht mit dem YouTube-Kanal, wie du willst. Ja, also ich komme von dem Kanal Unbreakable LPs. Link in der Beschreibung. Oh. Ja, also soll ich was vom Kanal erzählen? Ja, was macht ihr so auf dem Kanal? Ja, also ich mach das mit meinem Kumpel zusammen, den ich auch jetzt so in Real Life kenne und so. Wir sind halt zu dritt, der Mats, Tobi und ich. Und wir machen halt im Moment zum Beispiel die Season. Mhm. Eine Hardcore-Season. Das ist halt so, ich spiele nicht auf Hardcore, aber wir machen das so, wenn einer stirbt, ist er halt raus. Okay. Und ja, das Ziel ist halt, den Ender Dragon zu besiegen. Mhm. Ja, ich mache verschiedene Let's Plays. Ich jetzt im Moment hauptsächlich Minecraft PvP so. Aber ich kann halt nicht viel hochladen, weil. Ja, Schule. Ich bin 9. Klasse und werde jetzt natürlich für die 10. vorbereitet. Und das geht dann richtig ab und so.
Ja, brauche ich mir nicht sagen, ich bin in der 11. Da geht's eigentlich genauso ab. Ja, und dann, ja, also, ich spiele FIFA selten und so, aber ich habe halt Also, schon. nehmt ihr nur PC-Spiele auf oder auch so Konsolen-Games? Moment nur PC, weil wir haben nicht so eine, wie heißt das, Memory Card oder wie das immer heißt, wo du auf einer Xbox oder so aufnehmen kannst. Mhm. Haben wir nicht. Okay. Das will man natürlich auch auf der Konsole aufnehmen. Also irgendwann mal, oder? Denke schon. Hast du eine Konsole? Wünsche ich mir vielleicht zu Weihnachten, vielleicht auch beide. Xbox? Vielleicht beide. Beide. Ja? Ja, okay, das ist geil. Ja, ich hab mit meinem Bruder eine Xbox. Weil ich habe mir so überlegt, weil von der Technik her schneidet natürlich die PS4 vorne, ohne Frage. Bloß halt von den Spielen her soll bei Xbox, habe ich gehört, die besseren Spiele kommen. Ich weiß aber auch auf jeden Fall, dass, glaube ich, du direkt bei der PS4 oder Xbox direkt aufnehmen kannst. Du brauchst keine Karte, irgendwie so Memory-Karte oder sowas dafür. Du kannst, glaube ich, direkt Bei der aufnehmen. Xbox weiß ich es, aber bei der PlayStation 4 brauchst du wieder ein Elgato. Okay. Oder zumindest, du brauchst nicht mehr so ein High-Dingsbums für 100 € oder so, sondern du brauchst, glaube ich, bloß Genau. noch so ein anderes, wo dann. Also, mein Freund hat mir das erklärt, er hat sich jetzt die PS4 geholt und bei den an oder bei den alten PlayStations war es ja so, dass der HDMI-Ausgang verschlüsselt war und durch den Elgato wurde das ja dann entschlüsselt und letztlich konnte man das ja dann dadurch aufnehmen. Und mein Freund hat gesagt, dass jetzt der HDMI-Ausgang also von der PS4 nicht mehr verschlüsselt ist. Deshalb braucht man bloß noch so ein billiges Gerät, das man dann an den PC anschließen kann und das wird er dann aufnehmen. Also so hat er es mir erzählt. Schreibt in die Kommentare, ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich so stimmt, weil ich hatte davor noch nie eine Konsole, wo ich aufgenommen habe oder so. Cool. Also ich bin auch unerfahren, also ich bin jetzt eher so der PC-Spieler. Auf jeden Weil, guck Fall. auch jetzt so, ich hab bald Call of Duty Ghost am Start. Ja, ich mein, guck mal, ich bin 14 und wie soll ich da drankommen? Deswegen braucht das schon seine Zeit, sonst würde ich natürlich das, ja. Deswegen muss ich auch jetzt halt gucken, wie ich da drankomme, aber ich glaube, nach Weihnachten habe ich es. Echt? Ja, ich denke schon. Hoffentlich, wenn nicht, Ja. sonst raste ich aus. Muss deinen Eltern sagen. Ja, mein Vater ist eigentlich so scheißegal. Was für Spiele du Ja, selbst. ne, also letztens, ich gucke so ProSieben, weil man guckt ja die Werbung von Call of Duty Ghost und da wurde auch, glaube ich, das Spiel oder sowas angezeigt, so dann stand ab 18 mein Vater so: Oh, das ist Call of Duty Ghost. Ich so: Ja. So, ah, cool. Und Ja, hast du ja, guckt. vielleicht noch kurz eine Info, wir spielen hier ohne Monster, aber wir verlieren Hunger. Apropos, genau, ich wollte fragen wollte, welche nehmen wir, Fichtenholz oder Eichenholzbretter? Also ich werde auf jeden Fall alles in Fichten bauen, denn wir sind ja auch hier im Schneebiom. Okay. So, jetzt erste Dann. Frage, ach so, du baust da hinten, gell? Jupp. Alles klar. Hast du ein bisschen eingeebnet, sehe ich gerade. Ja. Hast du noch Kohle? Weil dann würde ich kurz mein Fleisch Das braten. da im Ofen ist noch Kohle. Ah, ich habe hier noch was zu essen, okay. Ich hätte auch noch was essen für dich. Jetzt habe ich noch 3 Steaks. Ich hab noch 7. So, jetzt muss ich hier erstmal kurz auf eine Erhöhung kurz gehen und dann gucken, dass erstmal hier die Schweine töten. Ja, warte, ich mach, glaube ich, die. Hier ist eine ganz gute. Ich weiß, wie ich es mache. Also du baust dann noch zusätzlich die Brücke übers Wasser, oder? Ja, ich fange jetzt schon mal an. Dann hab ich so einen kleinen. Wie heißt das? Ah, du weißt, was ich meine, so einen kleinen. Ja, mir fällt das Wort auch gerade nicht ein. Ja. Oh, das ist die Aufregung. Na Mann, ich weiß es auch nicht. Übergang. Ah ja, genau. Ich wollte eigentlich Ja. irgendwie so. Ich hab ein anderes Ja, aber Wort so ein im Ansatz, Kopf sag ich gerade. mal, ein Ansatz. Ja, ist Anfang. so ein Anfang. Genau. Irgendwie. Oh mein Gott, sind wir blöd. Ist echt so. Gymnasium, ahoi. So, scharf erstmal in den Tod stürzen. Ah, und mich dazu! Okay, das ist natürlich ein bisschen scheiße hier, dass hier, geil. Dass hier offen ist. Ich glaube, ich werde mein Haus da hinten bauen.
Dafür bräuchte ich aber erst noch ein paar Schaufeln und ein paar Spitzhacken. So. Habe ich Stein? Ja, ich habe Stein. Habe ich Holz? Ja, ich habe Holz. Guck mal, So. sieht das, ist das so gut so, wenn ich das hier so. Warte, dann machen wir hier noch in diese Wo? Ebene, machen wir dann noch hier zu. Ja, die machen wir auf jeden Fall noch zu. Er braucht einen Creeper. Rein zufällig. Oh, Jetzt das habe wird ich die wunderschönste hier Brücke der Schneebälle. Welt. Ich Nein! hab dich getroffen. Aber ich glaube, die ziehen ja keinen Schaden ab, oder? Ey, ey! Nein, nicht runterwerfen! Alter, die ganzen Löcher. Betreffe ich dich nicht? Bist du Hab ich dich nicht noobig? getroffen? Wollte ich gerade sagen. Genau ich. Unglaublich! So. Aber kennst du Hexit? Hexit, ja, sagt mir was. Also, da hat mich dem letzten Freund angesprochen, ob ich auf seinen Server will mit Hexit. Ja, Aber. hier. Ja? Erzähl du. Nee, erzähl du. Ja, weil, ja, Hexit finde ich geil. Meine Kumpels aber sagen so, das ist doch gar kein Minecraft mehr, wenn da so viele Mods drin sind. Ich so, ja, warum spielt ihr dann viel zu Beast? Okay. Alles klar. Einfach so gegeben habe ich den, Alter. Richtig so hart. Richtig so hart von hinten am besten noch, oder? Ja. Oh, der Berg Junge, ist der doch muss im höher, Moment als das ich geilste. erwartet habe. Der muss im Moment das geilste Thema in Biologie. Du Echt? kannst es dir denken. Ja. Ja. Und wir haben noch so einen geilen Lehrer, ne? Und der kommt immer vom Thema ab, ne? Wir haben mal so über einen Darm gesprochen, ne? Ja. Und plötzlich sprachen wir über das Dach eines Hauses. Oh mein Gott. Wir haben den geilsten Bio-Lehrer der Welt, ey. Aber gegen uns dann kann ich eigentlich auch nichts sagen, weil du eigentlich in jeder zweiten Folge Dr. House guckst. Ja? Ja, ohne Witz jetzt. Ich muss mal hier mehr Bäume anpflanzen. Hinten im Wald ist ganz viel Holz. Also ich muss jetzt hier auch erstmal einebnen. Ich habe auch in der Season, jetzt mache ich voll die Mini-Werbung, Schleichwerbung meine ich doch fast immer, aber ich darf, Mini-Werbung, geil. Mini-Werbung, ja. Habe ich auch so ein Haus gebaut, da habe ich so, du kennst ja immer normal, baut man eine Ebene Stein, da kommt Glas und dann baut man wieder eine Ebene Stein halt, ne? Aber ich habe jetzt mal so coole so Fenster über, so. Habe ich mir so überlegt, so wie ich die Fenster baue, jetzt auf jeden Fall bei meinem Haus in der zweiten Etage. Also ich weiß Also immer, wie mein ich Haus wird, mein. glaube ich, zwei oder dreistöckig. Das jetzt bei dir dort. Ja. Also, ich sag mal, es soll halt Nee, irgendwie. das wird nicht so groß. Ja, es soll halt irgendwie in der Zeit schaffbar sein und alles. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich ziemlich schnell im Baum. Im Bauen. Im Baum, ja. Ich bin auch ziemlich schnell, aber woanders. Oh mein Gott! What the fuck? Mit dem Zusatz, es ist nicht Mitternacht oder so, sondern es ist 6, halb 7 abends. Ist echt so. Weil nachts können die es noch verstehen, aber. Bei dir fängt die Schule voll früh an. Bei Halb mir? acht. Ja, natürlich. Immer. 20 vor 8 bei mir. 10 vor Ja. 8. Ich stehe immer so 10 nach 6 auf und so. Ob ich eine halbe Stunde früher in der Schule, um Hausaufgaben abzuschreiben? Ich will jetzt nicht fa nichts Falsches sagen, aber ich hatte mal gute Freundin, da hat die Schule jeden Tag um 8:30 begonnen. Oder um drei, nee, um 8:45. Shitstorm, was ist doch voll unfair? Nee, ohne Witz jetzt, aber es war keine Ganztagesschule oder was weiß ich alles, es war eine ganz normale Schule. Realschule. Du bist auf. Ich bin auf dem Gummi. Ich auch. Aber werde ich Wow. dich lange behalten. Überleben, meine ich. Also ich will jetzt hier natürlich nicht irgendwie, wie sagt man das? Spoilern ist ja nicht richtig, aber
Gummi ist Kacke. Ja. Hat Leute, denn. tut euch das nicht an. Geht lieber Nein. auf die Hauptschule, macht euch Hartz IV. Habt ein schönes Leben. Nee, macht YouTube. Ist echt so. Ohne Witz jetzt. Macht YouTube. Habt ihr Spaß am Leben? Lernt Verdient. gute Freunde kennen? Ja, verdient. Verdient Geld. Verdient Bäh. Geld. Trifft total Behinderte. Nicht du gemeint, Leute. Ich hoffe, der guckt das Video nicht. Wenn dann viele Grüße an dich, ja, Paddy. Was? Was lachst du da jetzt? Nein, ist okay. Ohne Witz jetzt. So behinderte Leute habe ich noch nie in meinem Leben getroffen. So. Also ich bin hier gerade am Terraforming. Ich bin hier gerade an dem Dings da. Du weißt, ach, Brücke. Ah ja. Brücke. Weil, falls ihr es mal gesehen habt, ich baue eigentlich ziemlich gern Häuser, aber ich habe null Ideen für Einrichtungen. Ich auch nicht. Nee, Ich deshalb baue werde. dann ein Bücherregal hin. Wow, geile Einrichtung. Ich werde auf jeden Fall dann bei Google ein paar Einrichtungen gucken und mir dann die irgendwie, ich habe keine Ahnung, Ich habe schon so eine kleine Überlegung. rauskopieren oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Kopierer. Ja, ich bin ein Kopierer. Datenschutz. Und ich hoffe dann, dass ich es einigermaßen hinkriege, weil ich habe ja einen zweiten Bildschirm, könnte ich eigentlich währenddessen Google laufen lassen oder mir irgendwie Bilder raussuchen. Ihr seid alle voll gut ausgestattet. Aber das wird auf jeden Fall. Oh, hast du auch zwei Bildschirme? Hä? Was ist? Hast du auch zwei Bildschirme? Nein. Ah. Naja. Dann könnte ich immer mal wieder drüben gucken nach so Einrichtungen, aber das wird natürlich erst dann passieren, wenn ich fertig bin mit meinem Haus, weil das Haus muss ja erstmal stehen, logischerweise. Also wer logisch denken kann, der hat sich jetzt das gerade denken können. Hä, was machst du? Lol, meine Maus geht krass verrückt. Echt? Ja, ich habe mich einfach um 180 Grad gedreht und bin in die falsche Richtung gelaufen. Uhr. Hä? Uhr, das gibt's bei mir gar nicht. Vor allem, meine Maus hat immer noch den gleichen Akku wie vor 2 Jahren. Immer noch gleiche Batterien drin. So, ich bin jetzt, glaube ich, endlich mit dem. Mit der Brücke fertig. Ja. Ja, dann kannst du mal mit der Haus anfangen. Mach ich auch. So. Fertig. Boah, ich bin so stolz auf mich, ne? Was, das Haus auch schon? Nein. Ich dachte gerade schon. Jetzt mach ich weiter Terraforming. Bin ich gerade Aber dabei. ich weiß was, ich fange jetzt schon mal an mit dem Haus so ein bisschen Umriss bauen und so. Was, hier kommt ja dann Kies hin? Wir Bin machen mir. den zwei breit, ne? Was? Kiesweg. Ja. Okay, zwei breit, dann mache ich das so. Weiß nicht, ich glaube, ich bin der Einzige, der dann hier drauf bauen wird. Also auf diesem kleinen, wie heißt das Ding? Ach, du weißt schon, auf der kleinen Plattform. Ja, ihn auf der. Fangen Auf der wir mit an. Nebeninsel, sage ich einfach mal. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Insel ist oder. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Er Ich habe baut jetzt halt. wirklich nicht viel Ahnung vom Haus bauen. Vom Haus bauen. Ich brauche unbedingt Sand. Irgendwoher muss ich Sand kriegen. Aber du auch. Aber ich hätte am liebsten jetzt schon Eisensachen, ne? So, wo man ein bisschen schneller alles abbauen kann. Ach so. Also ich mache erstmal das Haus Umriss. Alles schon so. Wie gesagt, ich halt bloß, es soll halt nicht so Survival draus werden. Deshalb halt Ja, mir ich auch hab. Monster aus. Was mir bei der ersten Aufnahme, ja. Gefällt. Ja. Aber dazu sagen wir einfach mal Boah, nichts. das schafft, guck mich an, das macht mich voll nervös. Voll den Erwartungsblick und so. Oh, was wird das? Oh Gott, ich hoffe, da reicht meine Erde jetzt. Boah, scheiße. Ich will, dass das so. Obwohl, das sieht. Boah, ich glaube, ich hab die Idee. Ich mache so ein rundes Haus, so ein etwas rundes Haus. Ja, also. Ja, also ich glaube, ich habe so eine kleine Idee. Es wird zwar so richtig scheiße aussehen, aber es ist mir scheißegal. Mmh.
4, 5. Hier müsste es mal schneien, dass es hier mal wieder die Erde überdeckt. Oh, ist die ganze... Oh Gott, ich hoffe, ich habe so viel Erde. Oh ja, sieht so aus.